Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dorian Gray. Ich bin erfolgreich bei der Meerjungfrau irgendwie angekommen. Aber nein, hier brauchten wir ja die Statue, die wir nicht haben. Die fehlt uns ja noch. Aber dafür habe ich etwas anderes entdeckt. Nämlich hier hinten ist noch etwas. Schaut doch mal. Unter diesem Zementblock ist etwas. Vielleicht komme ich ja daran, wenn ich den Reifen aufpumpe. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon mal hatten. Aber mir kommt es gerade nicht bekannt vor. Okay, was machen wir mit unseren vier Elementen? Ja, hier bei der Meerjungfrau. Hier hinten Planetarium. Da war nichts. Da konnten wir nichts machen. Warte mal, hier bei den Katakomben. Da war doch auch noch was anscheinend. Mal da lang. Im Schwimmbad. Was konnten wir denn hier unten? Konnte. Hier war doch was. Ach! Alles klar, da fehlen unsere Sicherungen. Ah, okay, sehr schön. Ja, ich denke mal, irgendwie bewege die vier Elemente nach oben zu den entsprechend farbigen Punkten. Klicke auf ein Ende eines Elements und ziehe es, um es zu bewegen. Hä? Was? Ach so, okay, die kann ich also alle bewegen. Ich habe gerade keine Ahnung, ihr Lieben. Ich mache einfach mal. Irgendwie hier so. Ach Gottchen. Aha. Okay, mein Element ist jetzt schon mal hier. Das ist doch schon mal schön. Müssen wir mal hier irgendwie Platz schaffen, dass wir das vielleicht da irgendwie mal darüber kriegen. So eventuell. Jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen blockiert. Aber okay, geht noch. Es geht noch, es geht noch. So, komm mal her, du Ding. So, jetzt habe ich das schon mal hier. Jetzt muss ich da irgendwie Platz. Muss ich hier irgendwie Platz schaffen, aber wie? Warte mal, das mal wegmachen. Das kann ich das mal bitte. Hallo? Kann ich das nicht hier? Okay, das kann ich anscheinend nicht. Das ist ja jetzt ungünstig. Jetzt muss ich das hier irgendwie wegkriegen. Aber wenn ich das hier. Ach so, okay, so geht es. Okay, komm her, du. Geh da hoch. So, und das da hoch. Ist das so richtig? Das Licht geht dann aus? Jetzt geht das Licht an. Okay, warte mal. Bewege die vier Elemente nach oben zu den entsprechend farbigen Punkten. Ja, habe ich ja jetzt gemacht, oder nicht? Okay. Okay. Ja. Das war irgendwie, glaube ich, nicht so gut. Moment, das muss jetzt vielleicht erstmal da. Versuchen wir das mal hier auf dieselbe Art und Weise irgendwie, falls ich das nochmal hinkriege. Kommst mal dahin, du kommst mal dahin. Ach Gottchen. Kriegen wir das irgendwie da? Hochgeschoben. So, warte. Okay, jetzt blockiert aber da oben schon mal wieder alles, ne? Kann ich das mal bitte haben? Danke. So, okay, warte mal. Das vielleicht schon mal so. Das erstmal dahin. Das kommt weg. So. Jetzt haben wir das da, okay. Jetzt irgendwie versuchen, das Grüne da hochzukriegen. So, das sieht doch gar nicht mal so. Na, komm her, du. Sieht doch gar nicht mal so doof aus. Jetzt habe ich es ja schon mal da oben. Na, komm du mal hier runter, bitte. Du musst mal da erstmal hin, dann kommst du bitte hier hoch, Dankeschön.
Die müssen hier mal weg, glaube ich, ne? Irgendwie so ein bisschen. Oh, warte, du kommst schon mal dahin. So, Moment. Jetzt muss das erstmal weg. Ach, Grundgütiger, ey. Die wollen aber hier auch was von mir. Echt jetzt mal, ne? So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Das dahin. Das da oben hin. Hier, wehe, das passt nachher nicht, was ich hier mache, ne? Also, dann ist was los. Das sage ich euch. So, das kommt so. So, dahin. Ich das auch noch mal von hier hinten vielleicht da hoch irgendwie, das wäre nicht schlecht. So, das einmal bis da. So, dann ziehen wir, nein, wir ziehen unten das dahin. Warte mal, nicht das. Irgendwie. Ja, jetzt muss ich hier gerade mal irgendwie Platz machen. So, das kann da rum. Wehe, das klappt jetzt nicht. Jawohl, oh mein Gott. So, oh, Dynamit. Wir werden alles in die Luft sprengen hier. Okay, das haben wir. Wofür brauche ich denn bitte Dynamit? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, konnte ich da hinten nicht irgendwas? War da nicht was zum Sprengen? Moment, hier hatten wir nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, hier war das, ne? Ja, wer ist da? Keine Ahnung. Wir werden jetzt hier... Ach, ja, ja, hier hängt doch schon unsere Lunte. Genau. Dann machen wir da mal schön die Dynamit dran und anzünden. Hier unten am besten. So, jetzt wird es hoffentlich gleich einen richtig fetten Bums hier geben. Ah, ich war schlau, ich habe mich in Sicherheit gebracht. Und ich schätze jetzt... Did that feel good, Sam? We all love to destroy. And we only differ in that some of us hide that thirst and others don't. Jetzt kriegen wir bestimmt noch mehr Räume. Weil wir noch nicht genug Räume hier freigeschaltet haben. Okay, gehen wir da mal direkt durch. Vampire, a disgusting creature of the darkness. It lives by drinking life from others, ruining them. But I give people immortality. I created this vampire to serve as a reminder of just how right I am. Alter, du bist aber auch durchgeknallt, hör mal, mein Freund. So, was hast du hier geschrieben? Oscars letzter Aussage nach zu urteilen, waren nicht alle seiner Opfer unschuldig. Dieser Mann war wohl ein Verbrecher, aber das rechtfertigt noch lange nicht Oscars Verhalten. Ich würde ihn jedenfalls nicht als den Mann des Jahres auszeichnen. Okay. Oh, hier leuchtet es. Ein Platz für ein Hufeisen. Okay, Hufeisen. Okay, hier haben wir ein Wimmelbild, ist klar. Ich will aber erstmal gucken. Vielleicht war Oscars Vampir ja ein ganz normaler Mann oder auch nicht. Wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß. Da ist auch noch was. Da hinten ist doch noch eine Maschine. Okay, da komme ich jetzt irgendwie gerade nicht hin. Gut, dann gucken wir erstmal auf jeden Fall im Wimmelbild. Was haben wir denn? Münze, Flachmann, Siegelwachs. Moment, da ist schon mal das Wachs, das sehe ich schon. Da ist eine Münze. Einen Flach... Ist das der Flachmann? Jawohl. Kette, Puppe. Puppe sehe ich hier. Ein Löffel. Was? Kette, Löffel. Ist das hier die Kette? Jawohl. Sehr schön. Kamera, Seepferdchen. Seepferdchen hier. Kamera da. Löffel, Dominostein. Peitsche und Löffel. Haben wir denn hier eine Peitsche? Jetzt brauchen wir noch Statue und Medaillon. Ein Medaillon. Ratatazong. Ach, hier. Unter den Spinnweben. Okay. So, Statue. Muss ich doch irgendwas noch hier machen können, irgendwo. Hier ist der Löffel. Wo ist die Statue? Nee.
Kleber. Soll ich die Statue erst zusammenkleben oder wie? Ach, hier auf dem Sockel. Ah, ich verstehe. Alles klärchen. Achso, Peitsche. Verdammt. Ist das hier die Peitsche? Nee, hier liegt die Peitsche. Jawohl, da haben wir sie. Wunderbar. Und wir bekommen Seepferdchen. Okay, dies brauchten wir beim Brunnen. Was haben wir hier jetzt? Das ist nur er. Hier ist keine Maschine mehr für mich, mit der ich was machen kann. Okay, wie kommen wir zurück zum Brunnen? Mal gucken, ob ich es direkt finde. Ansonsten schneide ich es wieder raus und... nein, da haben wir es schon. Okay, Seepferdchen einmal... Ach, komm schon. Das Seepferdchen gehört da drauf. Also. Okay. Und was bringt das jetzt? Ich weiß nicht, wer dieses junge Mädchen ist, ja. Ach so, die kann ich jetzt drehen. Ach so. Ja, aber... Hä? Soll ich jetzt alle zum Leuchten da oben irgendwie kriegen? Wie soll denn das gehen? Oder ich muss eine bestimmte Kombination einstellen. Hä, haben wir denn da irgendeinen Hinweis drauf? Ach, hier unten, da. Hier, da sind die Blütenblätter. Ah, ich verstehe. Okay, ja, warte mal, dann müsste er hier dahin, hoffe ich. So, du hast einen Fünfer außen und einen Vierer irgendwie in der Mitte. Könnte der hier sein vielleicht? Der? Was hast du? Du hast 1, 2, 3, 6er. 6 Blütenblätter. Was könnte der da sein? Jawohl. Oh. Ach, herrje. Oh, da kommt... ja. Da kam unser rotes Kreuz geflogen. Sehr schön. Das brauchten wir wo? In der Gummizelle? Oder wo? Oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss erstmal hier wieder raus, ne? Wo war denn die blöde Gummizelle jetzt, Ach, wenn man mal eine Gummizelle braucht. Warte, eins zurück. Ah, hier, genau. Da war unsere Gummizelle. So, das kommt da rein. So, was haben wir denn jetzt hier Feines? Die Grammophonnadel. Okay. Oh, mehr kriege ich nicht. Warum denn nicht? Ist ja blöd. Tödliche Verkostung. Ach, richtig. Da waren die ganzen Leute, ne? Und da war, glaube ich, auch das Grammophon. Ja, da ist es. Okay. Dann einmal da rein. Und jetzt muss ich irgendwas reparieren. Öffne oder schließe die Verbindungsstücke, um die Nadel in die Mitte zu führen. Kann ich denn die Nadel irgendwie bewegen? Öffne oder schließe die? Hä? Ja, ja, ist schon klar hier. Dieses Stück ist zugerostet. Achso, die kann ich jetzt gar nicht bewegen. Oder habe ich... Übrigens habe ich gar nichts mehr, ne? Hä? So, warte mal, der geht hier lang. Hier haben wir ja nur das hier. Da muss das runter. Okay, hier haben wir einmal das. Und einmal das da oben. Ja, keine Ahnung. Achso, dann geht der dahin. Ich will aber eigentlich nach unten. Müsste ich den nehmen. So, hier haben wir... Die Verbindung geht nach oben. Die Verbindung geht nach unten. Ach so, und die sind eingerostet. Ah, ich verstehe. Warte mal. Also Moment, die Nadel geht irgendwie... Irgendwie geht die Nadel hier lang. Keine Ahnung, nach oben oder unten. Geht dann hier lang? Ich mache das jetzt mal im Uhrzeigersinn. Geht dann da lang? Bis da? Geht dann hoffentlich runter? Geht dann hier runter? Da wieder hoch? Da wieder runter? Jetzt sind wir hier in der dritten Spur. Ah ja. Und da würde... Warte... Ja, da geht es nach oben. Also hier runter, da wieder rauf. Den nicht. Hier wieder runter. Dann geht er hier runter. Geht da runter. Geht hier wieder rauf. Geht hier wieder rauf. Alter, wollt ihr mich verarschen? Hier wieder runter. Hier wieder runter. Nein, nicht nach oben. Da runter vielleicht. Dann würde er hier lang gehen. Ja, dann hier runter.
Nein, nicht nach oben. Runter, dann geht er hier wieder hoch, hier wieder runter. Darunter. Könnte hier durchlaufen bis zu dem. Und hier? Nein. Und dann wäre er in der Mitte, oder nicht? Ah, hier, Stopp und Start. Ich probiere mal. Das sieht gut aus, was ich gemacht habe, glaube ich, oder? Naja, wir werden es gleich sehen. Aber wir sind schon in der dritten Reihe. Vierte Reihe. Jetzt geht er wieder hoch. Wieder runter. Runter, hoch. Jawohl. Nächste Reihe. Okay. Noch könnte es gut aussehen, ihr Lieben, was ich hier fabriziert habe. Ich hoffe aufs Beste. Aber wenn ich keine Reihe irgendwie übersehen habe, dann sollte das doch funktionieren, was ich hier getan habe. Oh Gott, schafft die Nadel das noch? Schläft ja gleich ein hier. Das sieht gut aus, ne? Hier war ja nichts mehr, nee. Okay, dann schauen wir mal. Jawohl, okay. Das war auf jeden Fall einfacher als erwartet. So, wir haben das Waage-Symbol. Okay, ja, sehr schön. Da haben wir das Grammophon doch schon mal fertig. Arbeitszimmer. Ach, da ist ein Wimmelbild. Das war hier. Jawohl, okay, Wimmelbild. Das nehmen wir noch mit. Geldbeutel, Stempel, Spielkarten. Was? Spielkarten. Keine Ahnung. Bootschere, Lupe. Also Moment, da ist schon mal die Lupe. Wo hätten wir denn hier ein Boot? Ein Boot? Where is the boat? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merry, merry life at what it seems. Oder so ähnlich. Ich kenne den Text nicht. Pantoffeln. Warte mal, Würfel? Habe ich die gerade nicht schon? Doch, hier. Pantoffeln da unten. Luftpumpe haben wir hier. Eine Bürste. Habe ich die nicht auch gerade schon irgendwo gesehen? Bürste? Doch, da oben. Das ist... Hier, komm. Ja, das nehme ich auch gerne, aber ich wollte hier die Bürste. Dann nehmen wir die Bürste, okay. Hier sind die Spielkarten, alles gut. Die Schere haben wir hier. Angezündete Laterne. Also hier haben wir schon mal eine Kerze. Moment. Bräuchten wir jetzt hier irgendwie ein Feuerzeug oder irgendwas, was ich hier angrabbeln kann? Whisky und Limo. Warte mal, hier ist ein Glas. Gut, das kann ich aber nicht in die Hand nehmen. Ach so, eine elektrische Laterne. Ah, ich verstehe. Okay, Entschuldigung. Ich dachte mit Öl oder mit Kerze halt, aber okay. Stempel brauche ich auch noch. Dann nehmen wir den. Whisky und Limo. Hier unten ist nichts mehr, ne? Nein. Whisky haben wir hier. Soll das da in das Glas? Ah, okay. Sah ja eher aus wie Wasser, aber okay. Nehmen wir so mit. Oh, die Luftpumpe. Da weiß ich, wo die hin muss. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich da hinkam, ihr Lieben. Das war das mit dem Stein, wo da drunter irgendwas lag. Ich werde jetzt mal in der Aufnahmepause schauen, dass ich da direkt schon mal hingehe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.